Ich alle happy. Begrüße ich ganz herzlich zur PK anlässlich unseres Heimspiels am Sonntag gegen den ASV Hamm-Westfalen und natürlich auch anlässlich zur Vorstellung von Runa als neuen Chefcoach, der damit das Trainerduo gemeinsam mit Milosch wieder komplettiert hier beim SCD AFK Leipzig, und freue mich auch, dass zu meiner Rechten heute Milosch Butera mit dabei ist und zu meiner Linken natürlich Runa Sigtrygsson, den ich hiermit auch nochmal ganz herzlich auch offiziell willkommen heißen will beim SCD AFK Leipzig. Ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind. Will ganz kurz einleiten und dann wollen wir natürlich über das Spiel gestern sprechen, über die ziemlich verrückten letzten 2-3 Tage. Und dann aber, und das ist das Allerwichtigste, den Blick schon schärfen für das, was am Sonntag vor uns liegt, weil dort ein ganz wichtiges Heimspiel ansteht gegen den aktuell Tabellenletzten, der aber schon ein paar Mal ganz nah dran war und auch schon einmal gegen Göppingen diese Saison punkten konnte. Ich will kurz einleiten und mal die letzten paar Tage skizzieren. Wir waren da mit einigen von euch im sehr regen Dialog und ihr habt uns auch, wie gesagt, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, sehr gut begleitet. Ich möchte mich als allererstes nochmal bedanken, auch bei Matthias Albrecht an der Stelle und beim ganzen Trainerteam aus unserer Handballakademie. Matthias, der mit reingerutscht ist an Milosch Seite, und alle anderen, die dann natürlich das Fehlen von Matthias in den Nachwuchsmannschaften entsprechend kompensiert haben. Das hat dann mal gezeigt, dass hier alle im Verein zusammenrutschen, wenn es gebraucht wird, und dass wir gemeinschaftlich auch gute Lösungen finden. Und das vielleicht als erstes, als zweites auch nochmal den Blick ein Stück weit weiterrichten. Wir haben von Anfang an gesagt, auch im Gespräch mit Milosch, pass auf, Milosch hat zu mir gesagt, ich bin da, wenn du mich brauchst, ich mache das sehr gerne, aber lass uns gemeinsam gucken, dass wir möglichst schnell einen Chefcoach hierher finden. Und wir haben auch da uns intensiv besprochen, Milosch, Mülli, Matthias und ich, und gesagt, okay, was braucht es jetzt wirklich? Und ich habe euch ja gesagt, für gut geht vor schnell, wir machen hier keinen Schnellschuss oder keinen Harakiri, sondern wir gucken wirklich, bis wir jemanden finden, wo wir alle davon überzeugt sind, der kann uns an dieser Stelle wirklich helfen in einer Situation, die für alle Beteiligten hier im Verein nicht einfach ist, weil es auch ziemlich neu ist, weil das nichts Alltägliches ist, und der Schuss, der muss einfach sitzen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns die notwendige Zeit auch genommen haben und dass wir am Ende auch ein bisschen Glück hatten, ein bisschen Glück, dass mein befreundeter Kollege aus Aue mir nochmal den Hinweis auch gegeben hat, Mensch, frag doch mal an, ein bisschen Glück, dass Runa auch direkt Feuer gefangen hat und direkt gesagt hat, ey, wow, das könnte ich mir super gut vorstellen, und natürlich auch ein bisschen Glück, dass sein aktueller Verein, und das muss man immer sagen, der auch im europäischen Wettbewerb aktiv war und der in Island auch eine Nummer ist, gesagt hat, pass auf, wir legen dir keine Steine in den Weg, wenn du das gern machen möchtest, dann kannst du das machen. Und dann ging es eigentlich ab letzten Freitag, die Kommunikation wurde immer intensiver. Am Montag haben wir uns final verständigt. Am Dienstag habe ich mich mit dem abgebenden Verein final verständigt. Am Mittwoch habe ich Runa vom Flughafen abgeholt in Frankfurt-Main und bin direkt mit ihm ins Teamhotel nach Wetzlar gefahren. Milosch hat inzwischen mit Matthias und Enrico die Mannschaft hier auf das Spiel in Wetzlar vorbereitet. Und dann haben wir uns am Mittwochabend das erste Mal alle gemeinsam gesehen und konnten uns kurz austauschen. Am Donnerstag gab es ein gemeinsames Anschwitzen und eine kurze Einheit. Und dann gestern Abend dieses Spiel, was ja auch alles irgendwie mitgebracht hat, was an Dramatik nur irgendwie gehen kann. Ich war lange nicht so leer und fertig nach dem Handballspiel wie gestern. Das war so. Das habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich dann noch ins Auto steigen konnte und den Weg zurück nach Leipzig antreten konnte, weil ich einfach froh war, dass es am Ende aufging und dass das Teamwork, was hier alle Beteiligten an den Tag gelegt haben, sich gelohnt hat, dass sich auch der Mut gelohnt hat, das doch jetzt zu machen. Das wäre ein einfaches gewesen. Hätte Runa gesagt, du bist auf ohne Training mache ich hier gar nicht. Ich setze mich erstmal auf der Tribüne und gucke, sondern er hat gesagt, ich
packen wir dann. Milos hat gesagt, los, pass auf, lass uns telefonieren und lass uns hier gemeinsam direkt loslegen. Also hier waren alle sehr, sehr lösungsorientiert und haben das Ding gemeinsam angepackt und da bin ich stolz drauf. Und wenn ich heute früh in die Geschäftsstelle gekommen bin, war es schön, dass man wieder in viele glückliche Gesichter mal reinguckt und ein bisschen Erleichterung auch da ist. Und ja, deswegen bin ich heute hier ein Stück happy, dass wir hier in der Konstellation da sitzen und weiß aber auch, dass das nur ein Anfang gewesen sein kann, nur ein erster Schritt von einem noch langen, langen Weg, der uns auch weiter sehr fordern wird, der uns weiter alles abverlangen wird, aber für den wir jetzt aufgestellt sind und den wir in dieser Konstellation mit den beiden Coaches hier angehen wollen. Deswegen war mir das wichtig, das nochmal an der Stelle so einzuleiten und möchte jetzt erstmal das Wort auch an Runa geben. Runa, nochmal willkommen und gib mal ein paar kurze Einblicke, wie die Tage für dich verliefen und natürlich dann auch, wie das erste Spiel gestern für dich beim SCDFK war. John, das Mikro oder das? Das ist Science County. Okay. Ja, hallo. Also, ja, wie Carsten hat gesagt, es war relativ stressig, aber ich. Das war auch, ich musste mich von meinem Arbeitgeber, also ich habe auch im Logistik gearbeitet und 8 Stunden plus pro Tag. Und das war eigentlich schwieriger, von ihm loszuwerden als von dem Trainerjob her. Also weil im Handball haben alle Verständnis dafür, aber zum Glück hat ein Boss, der hat im Fußball, viel Interesse am Fußball und ich konnte mir klären, wie es wäre, wann Leipzig im Fußball wäre. Und dann hat er mir freigegeben. ja, der Einstand, es war natürlich super, dieses Spiel zu gewinnen. Ich denke, das haben sie alle voll reingebracht. Ich denke, alle haben gesehen, es ist schön Unsicherheit da, aber es ist auch viel Potenzial in die Mannschaft. Gestern war es reine Kopfsache, dass wir haben dieses Spiel gewonnen. Und natürlich mit glücklichen Momenten, aber man braucht auch ab und mal so Glück dazu. Aber wir sind längst nicht so weit, dass wir können sein, dass am Sonntag fahren wir 2 Punkte rein. Also ich sehe so, also jetzt müssen wir wieder auf den Boden kommen, so schnell wie möglich und vollen Fokus auf nächstes Spiel, um die 2 Punkte, die wir haben gestern geholt, noch wichtiger zu machen. Das waren alle deine Fragen, oder? Das war kurz und knapp zusammengefasst, ja. Alle meine Fragen. Ich lasse da noch das Wort bei dir. Du hast schon den Fokus auf Hamm gerichtet, Runa. Weißt du schon was vom ASV Hamm-Westfalen, was da auf uns zukommt? Und was hast du auch in dem Spiel gestern über deine Mannschaft für Erkenntnisse gewinnen können, wo wir es jetzt weiter ansetzen? Also Hamm ist so eine Mannschaft, alle rechnen mit 2 Punkten gegen die. Göppingen hat schlechte Erfahrungen damit gemacht vor kurzer Zeit. Da sind einfach Jungs, die alles reinhauen. Die haben sich erarbeitet, in erster Liga zu spielen und wollen die Zeit genießen. Und wenn der Moment kommt, wie in Göppingen für die, dann schlagen sie richtig zu. So, wir brauchen volle Konzentration und wir müssen mehr Sicherheit in unser Spiel gewinnen. Gestern, was man hat. Man hat bei uns gesehen, es selbstverständlich hat es an Sicherheit gefehlt. Es war Kampfspiel mit viel Krampf. Aber das Schöne ist, dass wir haben nicht aufgegeben. Wir haben immer weitergemacht mit sehr guter Rückhalt im Tor. Die Abwehr stand längst und gut. Auch wenn wir haben ein paar Freie verworfen. Also es gab keine Diskussionen. Es wurde einfach weitergemacht. Und das hat am Ende einen Sinn gebracht. Das war sehr wichtig. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir schnell auf den Boden und nächste Aufgabe annehmen. Alright, danke erstmal, Bruder. Milos, ich habe schon anmoderiert, war noch für dich ganz schön turbulente Tage. Nimm uns noch mal ganz kurz mit, wie du es erlebt hast und wie du es geschafft hast, bei aller Hektik trotzdem die Torhüter weiter so stark zu machen, dass wir gestern da eine richtig starke Leistung in dem Kasten hatten. Also noch einmal hallo zusammen. Die Tage waren ein bisschen turbulenter als normal, aber mit dem ersten Spiel und siegerreichen Einstand von der
Runa und auch endlich mal die Belohnung von der, für die Jungs, ist das irgendwie relativ schnell vergessen. Und ja, wir haben nicht die Sicherheit in Planung gehabt, aber alle waren bereit, das Beste zu geben, ob das Spieler oder Staff oder Runar per Telefon. Und für mich ist es einfach super, dass wir haben uns gestern belohnt. Aber muss man auch ehrlich sagen, genauso wie das schon Runar gesagt, jetzt müssen wir schnell am Boden kommen, weil wenn wir das Sonntag nicht bestätigen, dann wird wieder das Thema, dass es alles umsonst war. Also müssen wir unbedingt den Abstand zum Hamm erhöhen nach Sonntag und nicht den gleichen Abstand haben wie am Anfang des Woche. Okay. Trotzdem gerne mal ein Wort zu Christian vielleicht gestern, der ja hier wirklich gerade eine richtig gute Form hat. Habt ihr was Spezielles gemacht im Training oder woran lag's? Also in der kurzen Zeit zwischen den Spielen war nicht so viel Zeit, etwas Spezielles zu machen. Die Vorbereitung war eigentlich gleich wie immer. Aber Christian ist sehr gut ins Spiel gekommen, auch dank dem, dass die Abwehr hat von Anfang an funktioniert. Die ersten drei Bälle waren die, welche sich Anführungsstrichen jeder Torhüter wünscht. Das waren die Positionen, welche wollen wir lassen. Und dann am Ende, ja, das ist ein Team insgesamt. Mannschaft hilft den Torhüter ins Spiel zu kommen mit ein paar leichteren Bälle, dass er am Ende 5-7 Meter hält, das ist etwas Besonderes, aber dafür sind wir alle dankbar, dass es geklappt hat und dass wir am Ende 2 Punkte haben. Alright, dann erstmal danke an die beiden Männer hier vorne und ich mache die Runde auf für eure Fragen. Bitteschön. Frank, bitte. Hallo, Frank Schober von der LVZ. Welche taktischen Stellschrauben und auch sonstige Stellschrauben konnten Sie schon drehen vor dem gestrigen Spiel oder während des gestrigen Spiels oder in der Halbzeit? Also nicht viel. Es ging einfach darum, wir wollten ein besseres, schneller spielen. Es hat uns nicht gelungen, dadurch haben wir sehr offensiv gespielt. Wir haben über Übergänge besprochen und dann haben wir Abwehr-Angriffswechsel mit 2 Leuten gemacht, einfach um zu sehen, ob wir das nicht schaffen am Anfang. Und wir haben das geschafft, so haben wir so weitergespielt. Und ich denke, dass Marco und Simon dadurch, sie haben sich auf die Abwehr konzentriert, haben die Laden zusammengehalten und war ganz wichtig gestern. Ja, Winfried Wächter, Handballwoche. Wie ist denn Ihre Spielphilosophie? Wann sind Sie zufrieden mit einem Spiel? Wann sind Sie unzufrieden? Was möchten Sie in dieser Mannschaft unbedingt durchsetzen? Worauf legen Sie Wert? Also ich denke, es ist besser, dass man seine Spielphilosophie an die Mannschaft anpasst, was für ein Material hat. Ich denke, dass wir sollten die Spielphilosophie, sag mal, das Spiel zu gewinnen. Also das ist der beste Balsam. So wie gestern muss man auch halt gewinnen. Ich denke, das macht viel mehr aus, als einen schönen Handball zu spielen und 2 Punkte zu holen. Also das war schwarze Arbeit und in vielen Bereichen. Und ich denke, es macht viel für die Mannschaft, also vor allem die Selbstvertrauen, dass die das können, trotz dass das Spiel nicht auf hohem Niveau war. Es war einfach ein Kampfspiel, Abstiegskampf zu dieser Zeit. Und wir haben das geschafft, auswärts. Spielphilosophie ist wahrscheinlich dann ähnlicher, also mit schnellem Ball zu spielen, aggressiv zu spielen. Aber erst müssen wir unsere Selbstsicherheit finden und dann können wir vielleicht in die Richtung arbeiten. Etwas. Aber wie gesagt, Siege, das ist die Hauptsache. Kannten Sie alle Spieler schon mit Namen und wussten Sie, Entschuldigung, wenn ich das so frage, wer auf welcher Position spielt? Sie werden das ja sehen, man sieht es ja an der Konstitution. Aber kannten Sie alle Spieler? Ja, von Namen. Also man schaut die Bundesliga, also wird auch im Island gezeigt. Und man sieht die Spieler und ja,
natürlich in Stresssituationen, dann kann es ein oder andere Name falsch ausgesprochen sein. Das ist normal, ich denke, wird das versichtet. Aber es war alles neu. Das Schwierige war einfach, das Spielsystem zu lernen, also die Laufwege, die Namen. Also die haben andere Namen hier, selbstverständlich, als man kennt im Island zum Beispiel oder in anderen Vereinen. Also die taktischen Spielzüge haben andere Namen. Ja, ja. Die Spieler auch, aber... Ja. Ja. Also Magdeburg heißt, also habe ich nie vor Magdeburg so gehabt, wie das Spielen, aber das ist halt so. Die Spieler kenne ich, und aber mal, also ich kenne die einfach von Namen her und was sie auf dem Spielfeld geleistet haben, also ist schön, aber nicht von Persönlichkeit oder so. Gegen Binder und Cicala müssen sie doch noch gespielt haben, oder? Als Aue, oder? Ja. Auch Milo. Ach ja, Entschuldigung. Alles gut, damit habe ich gar kein Problem. So. Okay. André Schmidt von der Bild, hallo. In welchem Zustand haben Sie denn die Mannschaft hier vorgefunden? Wie war der erste Eindruck, wo Sie der Mannschaft das erste Mal gegenüberstanden? Und die zweite Frage, Sie hatten ja oder haben einen sehr, sehr guten Job in Island, in Ihrer Heimat aufgegeben. Was reizt Sie an der deutschen Bundesliga? Also, ich fange an mit der Mannschaft. Es war relativ einfach. Also bin gekommen, alle waren leise und habe zugehört. Ich habe so gehört, dass jeder seine Meinung hat, jeder will seinen Input bringen in die Mannschaft. Aber auf jeden Fall, die erste Einheit war so, dass alle waren still und habe zugehört und dann versucht, das umzusetzen. Und vor allem, wenn wir nehmen einen Spieler wie Luka Witzke oder so, der hatte keinen guten Tag von Wurfquote her, dann war es schon extrem wichtig, also für uns auf dem Spielfeld. Und zweite Frage war? Sie hatten einen guten Job in Ihrer Heimat aufgegeben für die deutsche Bundesliga. Ja. Warum? Also es ist die deutsche Bundesliga, es ist die stärkste Liga der Welt, ich kenne mich aus, also kann die Sprache einigermaßen. Habe über in Deutschland 10 Jahre gearbeitet insgesamt. Und ich habe, wie gesagt, 2 Jobs gehabt. Und das war 24/7, also die ganze Woche gewesen, ab Juli jetzt. Und dann ist doch viel besser, einfach auf einen Job zu konzentrieren und das zu versuchen, bestmöglich zu machen. Ich habe schon bemerkt, also das war schon viel mit 2 Jobs da oben. Was heißt 2 Jobs? Also ein normales Job im Logistikbranche. Also da hast du 40 Stunden Arbeitswoche plus und dann bist du auch Trainer von Handballteam und das musst du auch nach dem Arbeit bis in die Nacht auch arbeiten, also und vorbereiten. Kann ich mal nachfragen, Bürojob oder? Ja, Bürojob. Wo haben Sie eigentlich zu Ihrer Zeit in Leipzig gewohnt? In welcher Ecke? Und wie ist das mit Ihrem Sächsisch? Verstehen Sie da schon auch das eine oder andere? War in Aue. Also ich habe hier im Waldstraße Viertel gewohnt. Sehr schön. Also es ist ein geiles Viertel, muss ich sagen. Und ja. Also wer Moppel festhält, er festhält schon die Welt, oder? Ich hoffe, der guckt mit. Welche Art von Coaching liegt Ihnen oder machen Sie? Also was sind Sie für ein Typ als Trainer? Eher ein freundschaftlicher oder eher ein ganz, ganz strenger? Wie ist da Ihre Herangehensweise? Also ich denke... Also ich sollte es vielleicht machen, mich selbst mehr so reflektieren, aber muss man eigentlich andere Leute fragen. Ich denke, ich bin etwas streng, stur und so, aber also ich möchte ein paar Dinge sehen. Ich gebe auch die Spieler Freiheit, was zu machen, solange es ist innerhalb von einem Rahmen, sagen wir so. Also ich fordere schön eine Disziplin auf dem Spielfeld. Und wie ist die Ansprache Ihnen gegenüber?
Wollen Sie, dass die Spieler Trainer und Sie sagen oder dürfen die Trainer und Du sagen? Wie ist das? Du, weil ich komme nicht klar mit Sie. Also habe als Ausländer Schwierigkeiten damit und einfach ja, du. Also wir haben Sie abgeleckt vor 100 Jahren, also bleiben bei Du. Es ist... Gibt es in Island gar nicht? Ja doch, früher. Okay, na gut. Ja. Aber das ist also beim 300.000 Leute oder 350.000 Leute, also du triffst fast jeden zweiten Tag. Also. Welche Stärken sehen Sie insbesondere beim SCDFK in der ersten Mannschaft und welche Defizite gibt es, die man aber abstellen kann? Also die Stärke sind, also das sind alle gute Handballer. Jeder hat was drauf und es geht jetzt einfach darum, dass die sich zusammenfinden. Also das auf dem Spielfeld und da meine ich, also gestern hat man dann vielleicht den ersten Eindruck gehabt, dass die stehen zusammen und fallen nicht auseinander, also unter Druck und alle sind beteiligt. Dann kommt es halt dran, es gibt nur so viele Spielminuten, 7 Spieler für 60 Minuten, aber du hast 16 Spieler im Kader und jeder will 16 Minuten spielen. Und das ist dann meine Aufgabe, diese 16 Minuten zu teilen zwischen den Spielern und natürlich müssen die Spieler sich präsentieren, dass die das wollen und können mit der Mannschaft einfach marschieren. Und die Defizite, die es momentan gibt, also der Reporter sprach ständig von Positionsangriffen. Das ist Unsicherheit einfach. Es ist Unsicherheit und wenn Unsicherheit da ist und die Resultate, dann geht vieles auseinander. Und vor allem im Positionangriff, im Handball, das muss sehr präzis sein, die Abläufe, und das ist normal und das passiert bei mir, der Mannschaft, wo er im Absichtskampf steht, dass diese Dinge werden viel schwieriger. Jetzt guck mal, ob jemand anders sich ummeldet schon. Können Sie sich gerne. In welcher mentalen Verfassung haben Sie die Mannschaft vorgefunden, als Sie das erste Mal getroffen haben oder als Sie das erste Mal mit den Spielern gesprochen haben? Spürt man auch im Gespräch, dass da Verunsicherung da ist oder weniger? Also ich habe eigentlich nur so gefunden, also mich gegenüber unsicher. Also sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Und dann auf dem Spielfeld oder wir haben ein kurzes taktische Ansprache im Vormittagstraining gehabt und dann hat man schön bemerkt, also ja, sie wollten mehr wissen, vielleicht als also in einigen Situationen als ausgegeben wurde und das denkt man, also man muss eigentlich die müssen Selbstsicherheit holen und auch etwas Kreativität. Also es muss nicht alles vorgegeben sein, also was sie machen sollen auf dem Spielfeld. Oder Frank? Der letzte Angriff Ihrer Mannschaft gestern in Wetzlar. Ja, ich komme drauf. Hatten Sie das so irgendwie vorgegeben, also dass ein Abschluss kommen soll, im konkreten Fall von Klima? Oder hätte es auch auf der anderen Seite sein können? Oder haben Sie da eingegriffen? Also, wir wollten den Übergang machen und im 1-gegen-1-Situation kommen. Dadurch, die haben so offensiv gedeckt, dann ist das nicht so, so abgelaufen wie gemalt, aber wir haben trotzdem 1-gegen-1-Situation gekriegt und Klima hat das dann sehr gut gemacht, hat ein sehr gutes Spiel gemacht gestern, vorne und hinten für uns. Als Sie hier im Waldstraßenviertel gewohnt haben, ja, waren Sie auch hin und wieder hier in der Halle und haben sich die Spiele vom SCDFK angeschaut, so als Privatmann? Ja, ab und zu. Meine Kassen haben eine Karte gegeben. Ich hätte noch eine Frage an Carsten. Du sagtest ja letzte Woche, du wolltest mit André dich nochmal hinsetzen und diskutieren, wie es mit ihm weitergehen kann, in welcher Funktion, in welchem Bereich. Gibt es da schon Ergebnisse? Also wir haben letzte Woche erstmal zusammen Bier getrunken und ein bisschen privat uns unterhalten und alles andere werden wir in Ruhe machen. Ja, Punkt.
Können Sie noch ein bisschen was sagen zum Umfeld hier beim SCDFK? Was wussten Sie schon? Sind Sie jetzt nach ersten Gesprächen und den ersten Eindrücken über irgendwelche Dinge überrascht? Oder wie professionell ist alles? Also heute Nacht um zwei angekommen. Also ich kenne einiges aus dem Umfeld. Also mein Sohn hat hier fünf Jahre gespielt im Nachwuchsbereich. So, ich kenne die Trainingshallen und die Spielstätten. Habe auch gegen Leipzig gespielt mit zwei Vereinen und da kenne ich mich aus. Aber was ich schön finde, also ich habe jetzt bin um 11 hier angekommen, zu sehen, dass also die Verein schafft es alles hier unter einem Dach zu holen, also Physioräume, Krafträume und Arbeitsräume für Trainer. Das denke, das ist sehr professionell und eigentlich vorbildlich. Also dass man kriegt das alles hier rein und ich denke, das macht es noch attraktiver für SCDFK zu spielen, für die Spieler. Welches Ziel hat Ihnen denn Carsten Günther vorgegeben, als er mit Ihnen gesprochen hat oder Sie in Frankfurt vom Flughafen abgeholt hat? Also wir wissen alle, um was es geht. Und eigentlich brauche ich mir nichts zu sagen. Also es geht nur um nächstes Spiel momentan und weiter schaue ich nicht. Aber wir wissen alle, dass wir wollen nicht im Abschiedskampf sein. Das ist schon klar. Die Mannschaft hat zwei Kapitäne. Ist das für Sie ungewöhnlich? Finden Sie das gut? Das ist ungewöhnlich, aber wir gehen den Weg weiter. Haben Sie sich von Ihrem Arbeitgeber in Island für längere Zeit verabschiedet oder nur erst mal bis zum Sommer? Oder haben Sie gesagt, es kann sein, ich bleibe vielleicht dann doch länger in Deutschland? Wir müssen das noch besprechen. Der Arbeitgeber hat gesagt, er wird das lösen innerhalb also diese große, es ist auch ein großes Firma, Logistikbranche, also Export, Großexport aus Island mit anderen Leuten hoffentlich finden innerhalb der die Firma, das zu lösen. Aber wir werden uns später irgendwann telefonieren und sehen, wie alles ist, weil es ist alles sehr schnell gelaufen und ich bin einfach dankbar und auch dem Verein, dass die haben das mitgemacht. Der Club hat für den Sonntag die Fans aus Aue mit eingeladen. Welche Verbindung haben Sie noch nach Aue? Welchen Eindruck haben Sie da hinterlassen? Könnte es sein, dass da die ganze Stadt möglicherweise kommt, um Sie wiederzusehen? Die ist nicht zu groß. Also hatte einfach eine schöne Zeit da, also es war erfolgreich auch und dann bin ich auch ein bisschen aus der Not gekommen, also hat auch dann privat gepasst für mich, um auszuhelfen in Corona-Zeiten und da ist dann auch zum Glück gut gelaufen und dadurch steht diese Verbindung eigentlich, also es ist Umfeld, die besonders ist, also aber dadurch, die Spiele gewinnen, dann hast du Rücken frei. Dort. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Ihre erste Reaktion, als die Anfrage kam, war das für Sie sofort klar, das will ich auf jeden Fall machen? Oder mussten Sie doch kurz überlegen und abwägen, was die Entscheidung angeht? Es fing so an, dass ich Meldungen bekommen, dass es könnte möglich sein und bla. Und ich würde irgendwo, also bin einmal aufgewacht, dass mein Name steht in der Zeitung als Kandidat und danach würde ich per Nachricht und so. Und ich habe einfach zu einem Freund gesagt, also ich glaube nicht dran. Erst wann er mich anruft, dann werde ich dran glauben. Und das hat er am Freitag gemacht. Aber vielleicht hat man dann im Kopf ein bisschen so Gedanken laufen lassen. So, und nachdem hat mir angerufen, dann war es schnell klar, dass ich das gerne mache. Frau
an Carsten, warum sollte es denn unbedingt Runa werden? Also wie ich schon vorhin skizziert habe, wir haben zusammen darüber beraten, was gerade das Beste für die Mannschaft ist und haben gesagt, wir brauchen jemanden, der eine gewisse Erfahrung und Ruhe mitbringt, der sich auch mit solchen Situationen auskennt. Jemand, der einen klaren Plan vorgibt und auch jemand, der komplett verfügbar ist, die Jungs möglichst auch sprachlich schon auf Deutsch abholen kann. Und damit ist der Kandidatenkreis relativ eingeengt und hat eigentlich zu 100% auch auf Runa gepasst, der neben diesen ganzen Sachen auch noch eine gewisse persönliche Verbindung zum Verein hat. Wir kannten uns schon. Natürlich ist dann auch immer ein kleiner Vertrauensvorschuss dabei, dass man weiß, okay, da fühlt man sich auch wohl in der Zusammenarbeit, da weiß man, worauf man sich einlässt. Und das waren eigentlich viele Faktoren, die genau dafür gesprochen haben. Und dazu kam, dass ich dann mit den Kandidaten in der engeren Auswahl auch alle persönlich gequatscht habe. Und da war eigentlich nach 5 Minuten in dem Gespräch klar, das habe ich ihm zwar da noch nicht gesagt, aber dass ich eigentlich keine anderen Gespräche mehr führen brauche, das nur zur Absicherung jetzt machen muss. Und das hat einfach gut gepasst. Und dann habe ich das auch rückgekoppelt hier an die Leute, die mit mir vorher drüber nachgedacht haben. Und die haben den Eindruck alle bestätigt. Und dann haben wir am nächsten Tag gesagt, pass auf, wenn du dir das vorstellen kannst, dann wollen wir das gerne machen. Was hat dich da vor allem überzeugt? Unter anderem Runas volle Überzeugung, dass er das hier mit den handelnden Personen gut hinkriegt. Miloš, wie froh bist du denn jetzt, dass du endlich wieder ins zweite Glied zurückgehen kannst und dich um deine Aufgaben kümmern kannst, die dir viel mehr Spaß machen offenbar? Also ich bin super glücklich, dass wir haben schon erstes Spiel gewonnen haben. Also das war das Wichtigste, ja. Und man muss nicht denken, dass ich war jetzt ganze Zeit traurig, dass ich Cheftrainer bin. Ja. Es war deutlich mehr Arbeit als vorher, aber ich sehe es auch die Jungs, trotz das kommt unbekannte Person für sie, hören sofort zu und haben einfach von erster Minute ein bisschen mehr Sicherheit dabei. Dass der Chef, welchen haben wir gesucht, ist da. Und jetzt wissen wir, welchen Weg gemeinsam wir gehen, weil ich habe diese Situation auch als Spieler gehabt und von Vereinsseite jeder versucht, das klar zu kommunizieren zum Spieler. Aber bis der Chef nicht kommt, immer hast du als Spieler das Gefühl, wer wird das, wie passt er zu uns und diese Gemischte Hintergedanken sind immer da. Also ich bin super glücklich, dass die Frage ist geklärt und dass es so super gestartet hat. Also mehr brauche ich nicht, auch wenn ich muss mehr arbeiten, wenn wir gewinnen, ist mir egal. So, dann gucke ich mal den rechten Flügel hier. Gibt es hier Fragen? Dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Wir freuen uns wirklich alle drei hier vorne, dass wir in der Konstellation jetzt weiter Gas geben können. Das war ein aufregender Weg bis dahin, aber manchmal ist es so. Die Konstellation richtig gut angenommen und wir haben einen Startpunkt gesetzt. Ganz, ganz wichtig ist es, dass wir jetzt den nächsten Step machen und der ist am Sonntag vor uns, kommt ein sehr unbequemer Gegner. 2600 Tickets haben wir verkauft, wir peilen die 3000er Grenze auf alle Fälle an. Da werden wir auch euch jetzt brauchen, um mit der Botschaft nach draußen zu gehen und mit zu trommeln, dass wir das hier hinkriegen und wir werden wieder alle vereint hinter dieser Mannschaft brauchen, um den nächsten Sieg einzufahren. Anwurfzeit ist ein bisschen ungewöhnlich, 18.15 Uhr. Hängt damit zusammen, dass zu viele Mannschaften am Sonntag spielen und nicht alles gleichzeitig gesendet werden kann aufgrund der Sendeplätze. Hier war es aber gerade für uns ganz günstig, weil der Hallenumbau von Samstag auf Sonntag dann gesichert oder fertig wird, vorher große Veranstaltung drin. Von daher die Chance vielleicht für einige, die
aufs Kaffeetrinken nicht verzichten können, sonst dann nach dem Kaffeetrinken ins Herz zu kommen oder die, die selber noch im Spielbetrieb sind, dann danach herzukommen und mit anzufeuern, freuen wir uns auf alle Fälle auf jeden und wieder auf lautstarke Unterstützung. Und das muss ich auch mal an der Stelle sagen, was da unsere Fans auch in den letzten 2 Wochen gemacht haben. Das war schon beeindruckend und wir haben ja auch andere Beispiele auswärts schon erlebt, wenn du gerade im Schwimmen bist und es wirklich nicht sehr ansehnlich ist, was auf dem Spielfeld passiert, dass sich dann abgewendet wird. Hier war das komplette Gegenteil der Fall. Hier haben unsere Fans im letzten Heimspiel maßgeblich mit dazu beigetragen, dass es bei -8 nicht komplett weggeht, sondern dass wir uns zurück ins Spiel fighten können. Die standen bis zum Schluss wie eine Eins hinter dieser Mannschaft. Die waren jetzt auswärts in Wetzlar wieder mit 20, 25 Leuten dabei und haben dort mit Gas gegeben. Also das ist auch was. In schweren Zeiten zeigt sich oft das wahre Gesicht und da können wir sehr, sehr stolz auf unsere Fans und den Support sein, den wir hier von allen Seiten kriegen und den werden wir auch am Sonntag wieder brauchen. Aber da jetzt schon mal ein großes Dankeschön und dann wollen wir gucken, dass wir Sonntag den nächsten Step gemeinsam erfolgreich gestalten können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wer noch Einzelinterviews braucht, macht das sehr gerne. John koordiniert das ein bisschen und dann sehen wir uns am Sonntag 18.15 Uhr hier gegen den ASV Hamm-Westfalen. Danke.